Hallo und herzlich willkommen zurück zu Doki Doki, dem Literaturclub. Wir haben gerade Sayoris Heim verlassen, weil wir uns jetzt bald mit Yuri treffen. Ich glaube, Sayori hat recht. Ich sollte mir nicht so viele Sorgen machen und wir werden bestimmt morgen jede Menge Spaß haben. Hoffe ich doch. Ich sollte mich nur auf das vor mir konzentrieren. Als ich an mein Haus ankomme, sehe ich etwas, das mich für einen Moment in Panik versetzt. Yuri? Hallo, Süße. Mal ohne Schuluniform. Gott sei Dank. Du bist ein bisschen zu früh. Es tut mir leid, ich war noch nicht zu Hause. Hast du lange warten müssen? Nein, ich bin gerade erst gekommen. Das sagen sie alle. Als unhöflich ist das andere, was anderes zu behaupten. Aber ich wurde sehr nervös, als niemand zur Tür ging. Du hättest mir jederzeit schreiben können. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich dir sichern können, dass ich komme und wäre nach Hause gegangen. Ich glaube, das stimmt. Bisschen mitdenken. Dafür hast du meine Telefonnummer. Daran habe ich gar nicht gedacht. Irgendwie. Ja. Wie auch immer, lass uns reingehen. Ich sehe, du hast jede Menge Zeug mitgebracht. Stimmt. Und hast du es geschafft, alles zu kaufen, wonach ich dich gebeten habe? Ja, sehr viel. Ich hoffe zumindest, dass ich alles richtig gekauft habe. Ich denke, es wird okay sein. Oh, ich habe aber ein schönes Zimmer. Ist ein bisschen steril, aber schön. Ich begleite Yuri in mein Zimmer. Das erste, was sie tut, ist sich neugierig umgucken. Es ist so sauber. Ich habe aufgeräumt, bevor du kamst. Das ist sehr nett, ja. Es wäre mir sehr peinlich, wenn mein Zimmer unordentlich wäre, solange du hier bist. Naja, ich mag aufräumen. Du musst mir nicht mein Zimmer aufräumen. Das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn der Gast das Zimmer aufräumt. Ich hätte dir gerne geholfen, ein Zimmer aufzuräumen. Nein. Genau, das wäre viel peinlicher. Warte, schau da nicht rein. Ich packe ihr Handgelenk noch, bevor sie es schafft, einen meiner Schränke zu öffnen. Es tut mir leid. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich war mit meinen Gedanken ganz woanders. Wo warst du denn? In Timbuktu? Man merkt, ich werde langsam schon genervt. So, also, sollen wir anfangen? Ja. So, ich habe ein paar Sachen geplant, bei denen du mir helfen kannst. Dekoration und andere Sachen, um die Atmosphäre zu setzen. Du weißt schon. Stimmungshafte Lichter. Duftkerzen. Gerade ist die Frage, ob sie eher mich versucht rumzukriegen oder ob das wirklich für den Club ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du es so weit übertreibst. Natürlich, ja, sehr übertreibst, das ist das richtige Wort, auch wenn ich es falsch übersetzt habe.
viele werden sich's anschauen, also auch vor allem aus Neugierde. Und für Cupcakes, glaube ich. Ja, mal gucken, wie das endet mit den Cupcakes. Und ich hoffe, ach, verdammt. Experience. Entschuldigung. Erfahrung. Ich hoffe, dass sie die richtig gute Erfahrung sammeln, dass sie mehr wollen. Ja. Das ist eine gute Idee. Und es ist leicht zu vergessen, dass du eine sehr intensive Person bist. Intensiv. Naja, das ist die beste Möglichkeit, um es auszudrücken. Ist das eine schlechte Sache? Nein, überhaupt nicht. Das ist, was ich sehr an dir mag. Stimmt das? Das macht mich froh, ja. Ja, du brauchst dir keine Sorgen machen. Du kannst dich entspannen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht zum Entspannen. Ich wollte sie für das Gedichtevortragen benutzen. Oh, wirklich? Zum Beispiel? Sie holt Kerzen heraus und ein hölzernes, zylinderförmiges Objekt. Ich bin vorhin noch einkaufen gegangen, also habe ich die in meiner Tasche. Ich wollte die Fenster mit schwarzem Papier abdecken und den Licht mit Kerzenlicht füllen. Machen wir jetzt irgendwelche Dämonenbeschwörungen oder machen wir Vortragungen von Gedichten? Ich denke, das wird wunderschön, oder? Ja, das könnte nett werden. Wofür ist das hölzerne Teil da? Ach, das? Ein Diffuser. Ich weiß gerade keinen Ausdruck dafür. Zerstreuer. Für Duftöle. Ihr wisst alle, was gemeint ist. Fast jeder benutzt sowas. Wie gut kennst du dich mit Atmosphäre aus? Überhaupt nicht. Aha. Ey! Ja, es kommt drauf an, welchen Duft du willst, um die richtige Stimmung hinzubekommen. Um sich zu entspannen, positive Energie, Romanzen, Reflexion. Es ist fast wie Magie. Wow, das schmelzt gut. Das schmelzt gut. Ich meine, das riecht gut. Für welche Stimmung ist das? Es ist Jasmin. Riecht ein bisschen süß und blumig, nicht? Ja, das ist sehr gut, um es zu beschreiben. Ich habe mich für Jasmin entschieden, weil es mehr als nur eine Stimmung von Entspannung bringt. Jasmin regt deine Emotionen an und
hilft dir, sie durch deinen Körper zu leiten. Was? Dein Herz, nein, du fühlst dich wärmer und dein Herz fängt an, heftiger zu schlagen. Glaubst du nicht, dass das eine gute Idee ist, um unsere Gedichte vorzutragen? Nein. Was ist, wenn jemand ein Herzkasper kriegt? Ja, es klingt passend. Aber ich denke, du weißt sicherlich mehr darüber, also werde ich dir vertrauen. Und wofür sind die Spulen? Naja. Hast du das Origami-Papier besorgt, wonach ich dich gefragt habe? Ja, das habe ich. Naja, wir werden das Papier nicht benutzen, um Origami zu falten. Aber wir werden verschiedene Worte darauf schreiben, auf jedes Papier einzeln. Wir brauchen ungefähr hunderte davon. Wirklich? Und wofür werden die benutzt? Naja, ich werde Stücke daraus schneiden und an die Bänder hängen, um sie in den Türrahmen zu hängen. Ah, wie so ein Vorhang. Wäre das nicht wundervoll, wunderschön, wie auch immer? Das wird die Leute magisch anziehen. Und vielleicht werden einige reinschauen. Das ist sehr kreativ. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so gut daran bist. Oh je, das ist ihr peinlich, wie süß. Kommt es mir nur so vor oder ist sie mehr entspannt, wenn nur wir beide zusammen sind? Oder ist es ihre Aufgeregtheit darüber, dass sie, was sie mag, mit mir austauschen kann? Ich bekomme einen Marker. Du kannst jedes Zeichen schreiben, die du willst. Ja, im Japanischen sind es ja Schriftzeichen. Das darf man nicht vergessen. Ich werde dir helfen, sobald ich die Bänder geschnitten habe. Okay. Also setzen wir uns auf den Boden und fangen mit unserer Arbeit an. Ich versuche irgendwie sauber auf das Papier zu schreiben. Trotz meiner schrecklichen Handschrift. Und das würde ich so gerne sehen, aber wer weiß, was Zeichen du schreibst. Woher hast du das Taschenmesser? Irgendwie ist dieses Messer ja schön. Was hast du vor? Das ist kein normales Taschenmesser. Es sieht hübsch aus. Naja. Du wirst denken, dass es merkwürdig ist. Juri, was es auch immer ist, ich werde dich nicht verurteilen. Jeder wie er meint, okay? Du versprichst mir, dass du nicht zurückschrecken wirst? Ja, ich verspreche es. Bevor wir jetzt erfahren, was sie uns sagen will, werden wir immer die Folge beenden und wir sehen uns das nächste Mal.